Oh mein Gott, habt ihr schon von dem neuesten Leak gehört? Angeblich arbeiten Sony und Nintendo wieder an einer einzigen Konsole zusammen. Das ist absolut Wahnsinn. Laut einem 4chan-Leak soll die neue Konsole Playtendo heißen und sie soll der Nachfolger der Switch und der PS4 sein. Oh mein Gott! Leute, wir müssen reden. Und zwar ganz dringend. Und zwar über Leaks. Weil holy shit, Alter. Ich meine, dieses Video lässt sich auf viele Industriebereiche anwenden, aber besonders die Nintendo Community ist sehr hart von diesem Thema betroffen. Weil holy shit, Alter. Gefühlt muss man nur in die generelle Richtung der Nintendo Community furzen und hat einfach direkt 1500 Tweets, 50 Newsartikel und 30 YouTube-Videos, welche alle über irgendeinen Leak berichten. Und das endet dann immer darin, dass irgendwer dann zu mir kommt und mich fragt: Und was willst du von dem Leak? Das Ding ist, Leute sind bei jedem Scheiß immer sofort dabei zu sagen: Ja, das ist Clickbait! Aber sobald es um Leaks geht, sind alle sofort in so einem Modus von: das könnte ja sein. Anstatt in einem Modus von: Hör doch auf, so eine dumme Clickbait-Scheiße zu posten, wie es sich normalerweise gehören würde eigentlich. Doch vielleicht liegt diese unfassbare Leichtgläubigkeit einfach daran, dass kaum einer weiß, was ein Leak eigentlich ist. Schauen wir uns doch mal die Wikipedia-Definition von Leak an. Der Begriff Leak, Englisch für Leck, Loch, undichte Stelle, bezeichnet im deutschsprachigen Raum die nicht autorisierte Veröffentlichung von Informationen. Das bedeutet, Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, werden von jemandem an die Öffentlichkeit gebracht, der an einem Projekt arbeitet oder jemanden kennt, welcher an dem Projekt arbeitet. Wichtig ist hier, dass die Quelle, aus der diese Information kommt, einigermaßen vertrauenswürdig ist. Und so ca. 95% der Leute, die heutzutage irgendwelche Leaks auf 4chan posten, sind einfach nicht vertrauenswürdig. Das Problem ist nur, dass gefühlt 95% der Leaks, die heutzutage herauskommen, entweder aus einem anonymen 4chan-Post kommen oder von irgendwelchen neuen Twitter-Accounts mit null Followern, welche dann von leichtgläubigen Usern endlos retweetet werden und letzten Endes für bare Münze genommen werden. Schlicht und ergreifend, weil diese Accounts oder diese Posts sagen, was sie hören wollen. Wir sehen auch mittlerweile immer mehr Posts, wo sich Leute zu Recht über solche leichtgläubigen Menschen lustig machen, indem sie einfach irgendwelche verschwommenen Bilder aufnehmen von irgendwelchen Dingen, die offensichtlich falsch sind, und dieses Bild dann posten, als ob es ein realer Leak wäre. Und das Schlimme ist, dass das auch noch klappt alles. Für jeden halbwegs glaubwürdigen Leak gibt es sofort von jedem dahergelaufenen News-Kanal ein eigenes Video. Und das nicht, weil der Leak irgendwo glaubhaft ist, sondern weil die Nintendo-Community sich wie sabbernde Hunde auf diese Videos stürzt und sich direkt denkt: Wow, das könnte sein. Und die Wahrheit hinter der ganzen Geschichte ist, Videos über Leaks zu machen ist einfach echt lukrativ. Gerade weil die Leute einfach so dämlich sind, auf alles klicken, wo das Wort Leak draufsteht, Alter. Gerade ich selber habe so oft mit irgendwelchen Leuten diskutiert, die in meinen Chat kamen und meinten: Hey, hast du schon von Leak so und so gehört? Weil das klingt voll cool. Und dann meine ich so: Ja, und wo ist die Quelle davon? Wo kommt das her? Was ist das für ein Post? Warum erzählst du mir sowas? Und dann kommt meistens: Ja, das hat irgendwer auf 4chan gepostet. Und dann denke ich mir so: Jeder kann einen Post auf 4chan verfassen. Ich meine, ich bin davon jetzt auch nicht unbedingt unschuldig. Ich habe auch meine paar Leak-Videos in meiner Zeit released. Allerdings versuche ich, meinen ganzen Oh mein Gott, Leaks! Wirklich in Zaum zu halten. Und verstehe mich nicht falsch, es gibt definitiv Leaks, welche der Wahrheit entsprechen, und es wird die auch in Zukunft immer wieder geben. Wie zum Beispiel die letzte Direct, wo ich allen Leuten gesagt habe, dass sie nicht auf die Leaks hören sollen, sondern lieber Nintendo vertrauen sollen. Und mich alle dann dafür ownen wollten, weil ich das gesagt habe. Weil ich gehofft habe, dass sie sich verhalten wie normal denkende Menschen. Das Ding ist, wenn sich irgendein User langsam einen Namen als Leaker macht, dann kann man dem ein bisschen vertrauen, dann kann man die Infos von dem durchaus ein bisschen ausgraben und folgen und schauen, was der so von sich gibt, weil dann ist das natürlich etwas, wo man sagen kann: Okay, da ist vielleicht ein bisschen Wahrheit dahinter. Wenn ich dann allerdings irgendwelche Newsartikel lese, die als Quelle 4chan oder einen neuen Twitter-Account angeben, dann möchte ich am liebsten meinen Kopf in die Wand hauen. Und das dann offensichtlicherweise ein fucking Clickbait-Artikel ist, der nur dazu gemacht ist, dass ihr leichtgläubigen Schäfchen alle draufklickt. Oh mein Gott, ist doch nicht so kompliziert. Ah! Und versteht mich auch weiterhin nicht falsch. Es ist definitiv lustig, wenn man sich über irgendwelche Informationen unterhält und ein bisschen in die Zukunft schaut und so ein bisschen fantasiert, was da sein könnte. Was aber definitiv nicht mehr lustig ist, ist, über jeden Leak die Augen rollen zu müssen, weil klein Kevin jeden fucking Leak einfach glauben muss. Nur weil er zu faul ist, sein eigenes Hirn anzustrengen.
Im Grunde genommen ist dieses Video einfach nur ein Hilfeschrei danach, dass ihr ein bisschen skeptischer sein solltet, was solche Informationen angeht. Vertraut nicht sofort jeder News, die ihr lest. Vertraut nicht sofort jedem Twitter-Post, den ihr seht. Und vertraut garantiert nicht jedem YouTube-Video, welches das Wort Leak enthält. Jeder kann einen Leak faken, sobald er ein bisschen Photoshop beherrscht. Da ist halt wirklich keine Kunst dahinter. Und bei Gott, hört auf, irgendwelchen verschwommenen Bildern zu glauben. Schaut nach Quellen. Steckt hinter dem Leak wirklich ein Leaker, der einigermaßen vertrauenswürdig ist? Oder ist es einfach nur ein anonymer 4chan-Twitter-Post? Wie gesagt, jeder kann anonym auf 4chan irgendwelche Scheiße posten oder einen neuen Twitter-Account aufmachen und sich als Nintendo-Sales-Manager ausgeben, welcher dann natürlich total die Information hat. Und da einfach jeglichen Müll posten kann, um natürlich Leute heiß zu machen. Mein Punkt ist, schaut auf die Quellen. Und als letzten Punkt, auch selbst wenn der Leak von einem vertrauenswürdigen Leaker kommt, sind die Firmen natürlich nicht blöd. Firmen wie Nintendo sind sich natürlich bewusst, dass Informationen, die intern zirkulieren, gerne nach außen dringen sollten, möchten, täten, getan haben. Und deswegen streuen sie auch gerne mal Falschinformationen dazwischen. Was bedeutet, dass der Mensch, der dann diese Falschinformationen an die Öffentlichkeit leakt, automatisch fucking raus ist. Dann hat der Leaker halt vielleicht noch so ein bisschen Kredibilität und kann vielleicht noch so ein, zwei Sachen leaken, aka sich ausdenken. Und sobald dann diese zwei Sachen eingetroffen sind, ist dann auch die Glaubwürdigkeit dahin. Daher, selbst wenn ein Leaker in der Vergangenheit ein paar Mal richtig lag, heißt das nicht, dass er halt alles, was er postet, dass das komplett die Wahrheit ist und so eintreffen wird. Denn er muss nur einmal eine Falschinformation liefern und schon ist die ganze Sache aufgeflogen und das war's mit seiner Informationsquelle. Daher, bleibt skeptisch. Glaubt nicht jedem Scheiß und hört auf, mich zu fragen, was meine Meinung zu irgendwelchen Leaks sind. Das ist keine Frage, die mich mehr nervt. Gott. Sofern die Info nicht von Nintendo, Microsoft oder Sony selber kommt, ist jeder Leak als Fantasieinfo wahrzunehmen. Und es gibt keinen Grund, sich auf irgendwas zu freuen, was aus einem Leak heraus geleakt wurde, sofern das nicht von Nintendo, Microsoft oder Sony selber angekündigt wurde. Man baut sich hier einen Thron aus Lügen auf, welcher halt einfach unweigerlich zusammenbrechen könnte. Leaks sind letzten Endes nichts weiter als wäre schön wenn News, die man aber halt nicht glauben sollte. Denn wer sich aufgrund von Leaks komplett weghypt, verdient letzten Endes auch den Schlag ins Gesicht, wenn es alles nicht wahr wurde. Und das ist meine Meinung zu Leaks. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Teilt mal eure Eindrücke zu der ganzen Geschichte in die Kommentare. Sagt ihr auch, ja, Leaks sind halt voll cool und das war's. Oder sagt ihr so, boah, nein, Leaks sind voll legit, Alter, die sind immer wahr, voll gut. Ich glaube, jedem einzelnen Leak, der mir über den Weg läuft, egal, ob der vertrauenswürdig ist oder nicht. Daher, ab in die Kommentare damit. Ich freue mich auf eine kleine Informationsaustauschung, was Leaks angeht. Und post die neuesten heißen Leaks in die Kommentare. Das war's von mir. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hiermit einen großen Dank an meine Patreon-Supporter, unter anderem an Angela, PixelKitty, N789Gamer, Athens, Zayna, DragonRiderLoki, Marcel und Radiant Squid. Falls ihr auch Bock habt, mich ein bisschen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass ich meine Miete zahlen kann, einen Link zu meinem Patreon findet ihr in der Beschreibung. Danke!